Ich würde sagen, wir legen uns jetzt mal mit der gestaltlosen Fleischkreatur an. Aber das heißt, die müssen eigentlich ein bisschen ihre Skills verbessern. Hier. Das will ich nicht haben. Was ist mit dir? Keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Toll, jetzt habe ich ein Level 1. Also du, Pestdoktor und du. Töten wir den Boss. Ich glaube ich auch, was ist das denn? Herz der Fleischquartier. Gar nicht mal uncool. Du bist wieder ein vorderster Freund. Wir haben einige Verbände brauchen, glaube ich. Naja. Mittel. Da gehe ich nicht schlecht vorbereitet rein, auf jeden Fall. Weil das könnte sehr, wissen wir, dass das sehr schnell sehr böse ausgehen kann. Die vergiftet übrigens auch die Kreatur, das weiß ich zumindest noch. Was nehmen wir noch mit? Ja, sind wir gut vorbereitet. Können absolut nichts weiter mitnehmen, aber wir sind gut vorbereitet. Kann ich sie wieder zurücknehmen, was? Machen wir es lieber so. The spasmodically squirming, braying, and snorting half-corpses were heaped each upon the other until at last I was rid of them. The Warrens had become a landfill of snout, then hoof, gristle, and bone. A mountainous, twitching mass of misshapen flesh, fusing itself together in the darkness. Oh, das war's. Im Grunde Kopf, Rippen, Eingeweide und Arsch tatsächlich. Das ist mir jetzt gerade erstmal aufgefallen. An incoherent jumble of organ, sinew and bone. Ich hätte sie verbrannt. In der Hoffnung, dass dabei was Gutes rauskommt. Kannst du mal wieder aufhören, nur alles anzufassen, bevor ich da was mehr versorgen kann? The thing is more terrible than I can describe. Eigentlich ein richtig guter Spruch. So. Mal sehen, was die Fackel bringt. Was? Those who covered injury. Scheiße. Wer rechnet denn damit?
Masochistisch. Das heißt, er dürfte nicht auf die Leute losgehen. Vielleicht kriege ich es ja hin, den Stress auf Null zu kriegen. As the fiend falls, a faint hope blossoms. Ja, sehe ich das ja abgesehen gerade, oder? Confidence surges as the enemy crumbles. Geld. A handsome reward for a task well performed. Setzt sie mir immer so, so wie sie kommen, und er muss die ganze Zeit. Den hier machen. In der Hoffnung, dass wir den Stress ein bisschen runterkriegen. Oh, noch der kriegt auch noch den Stress ab. Compassion is a rarity in the fevered pitch of battle. Gut, einmal den Totschläger. Die wirklich beste Voraussetzung. Was war das denn? Press this advantage. Give them no quarter. Das ist sehr viel. Is lit. The path is clear. We require only the strength to follow it. Ja, ich habe Glück, wir können gleich erkunden. Well struck. Gehen Sie jetzt auf ihn los? Da schon mit ihm. Oh, er hätte Heilung gebraucht.
formation is broken. Maintain the offensive. Einmal die. Oh. Warum ihn? Warum nicht ihn? Menno. Such a terrible assault cannot be left unanswered. Scheiße, der ist gleich tot. A hand breaks ja. From becoming unwound. Ja. Heil ihn jetzt. Gut. Halt die Klappe. Das ist okay. Brauchen alle ein bisschen Heilung und er braucht eh ein bisschen Regeneration. Also mit Regeneration wisst ihr, was ich meine. Er ist auf jeden Fall tot. Er muss diese Schwelle des Todes loskriegen. Ah, super. Das ist noch viel besser, da ist ein Hindernis. A moment of respite. A chance to steel oneself against the coming horrors. Darauf muss ich leider verzichten. Nein, ich muss meinen Geist ablenken rein. Okay. Ich wusste gar nicht, dass es gehen will. Oh, das könnte noch ganz gut sein für dich. Aber der Tod ist unvermeidlich. Habe ich das jetzt nicht gekriegt? Du Idiot! Ernsthaft, du Idiot! Welcher Rollschlaf erwischen Sie mich zuerst? Alles läuft nach Plan. And now, the darkness holds dominion. Black as death. Such blockages are unsurprising. These tunnels predate even the earliest settlers. Du. So viel wie möglich noch aufessen. Voll, genau. Hätte besser laufen können. Allerdings auch schlechter. Vorsichtshalber noch gehen. May we find victory. Eigentlich wollte ich ein Pestdoktor dabei haben, der hier immer hin und vergiftet. Geht gut los. Was? Macht er was? Gar keinen Schaden. Du musst auf jeden Fall den, in der Hoffnung, dass die prima auf dich losgehen. Bringt wirklich fast gar nichts.
Schaden ist schon übel. Ach ja, richtig. Das kann ja auch betäuben, nicht wahr? Ah, gut. Nicht passiert. Jetzt haben wir einfach eine Blutbank dabei. Und da ist er schon wieder weg. Zusätzlich noch Blutungsschaden. Oh, das kann zwei durchbohren. Wie uncool. Du Idiot! Das ist wirklich ein Witz, was das gerade gebracht hat. Precision and power. Ich will, dass die alle auf den losgehen eigentlich. Machen sie aber nicht. Obwohl die Dinger nicht so schlimm sind. Sehr gut. Nur eine, der angreifen kann. Klar, die heilt sich jetzt ein bisschen, aber sie greift auch in den Zeitpunkt nicht an. Das ist echt viel. Und die sind viel leichter zu anzugreifen, sehe ich gerade. Das sind also Schwachpunkte auf deinem Vieh. Klar, er macht jetzt Blut zuvor. Ah, die werden jetzt wunderbar zu vergiften eigentlich. Ja, auch noch minimal Schaden. Das bringt nicht viel. Er sollte auf jeden Fall angreifen. Diese Szene war mir sowieso... Naja, okay. Wenn du die nicht brauchst, will ich dir mal nicht im Wege stehen. Das war ein sehr guter Schlag. Bitte bleib so, Kreatur. Okay, die sind schlimm und die durchbohrenden Tentakel sind schlimm. Okay, wenn das die Schwachstelle ist, greifen die natürlich. Kann man nicht an. Und ich habe kein Knochen verwendet, sehe ich gerade, oder? Vielleicht kann ich das hier blockieren. 90. Probieren kann ich es ja mal. Gerade das ist halt gefährlich, das Vieh. Ja. Gerade für ihn. Aber ein Kopf ist immer noch leichter zu verletzen als das Ding. Impressive. Gut. Die sind auch nicht so schlimm, die können zwar betäuben, aber ansonsten sind sie nicht so schlimm. Die machen halt kaum Schaden, die sind wirklich am schlimmsten. Und die können auch sehr übel sein. Gott sei Dank. Nimm mal den. Nimm mal den. Wir müssen auf jeden Fall richtig gut zuhauen können. Ja, das aus. Einigermaßen zumindest. Vielleicht soll ich ihn gleich mal heilen. Sie sind nicht, dass ich dankbar für den Schmerz bin. Okay. Dann heile ich mal kurz selber. Ich hätte auch den machen können, aber ich glaube, Heilung ist gerade erstmal wichtiger. Ist mir auch aufgefallen. Vielleicht hätte ich ihn heilen sollen. Wie, dem geht's schlecht. Ach, scheiße, jetzt ist es sehr schlecht für uns. Ja, das ist nicht genug. Er könnte gleich am Boden sein. Immer noch 8 Schaden zusätzlich. Das Vieh hat auch noch 2. Der ist gleich tot. Vielleicht kann ich ihn gleich schützen. Keine Gnade für den Krüppel, wie immer.
Du bist auch gleich verkrüppelt übrigens. Du musst mal kurz den machen, um nicht zu sterben. Besinn dich mal kurz, das ist mir ganz lieb. Na, nicht betäuben bitte. Scheiße. Versuche erstmal ihn zu heilen, glaube ich. Weil der kann sich gerade nicht selber ein. Sehr schön. Heilt sie erstmal selber. Der kleine Egoist, aber das ist in dem Fall wirklich egal. Wer hier wen heilt. Hast du noch den Knochen? Wir müssen angreifen. Sehr schön. Für die Gerechtigkeit. Ich wollte gerade sagen, wir müssen jetzt das ausnutzen, solange das Vieh so ist. Sehr schön. Und abhauen. Das hätte jetzt wieder schief gehen können, aber wir haben es ganz gut hingekriegt. Aus diesem Land vertrieben, Errungenschaft freigeschaltet. Ah, 15.000 extra und dieses geile Herz. Grübler. Das ist schön. Spiel ist gesperrt. Ja, trink, um deine Sorgen zu vergessen. Nee, nicht Kloster. Und wenigstens die Negativsachen loswerden. In Stufe 3 haben wir noch was Leichtes. Ne, du bleibst hier, du gehst dahin, du gehst dahin und du musst dahin. Sollte reichen für ein kurzes Abenteuer. Spezielle Herausforderung, ja, da musst du mich wirklich drauf achten. Entsprechend. Alles zusammenpacken. Face out the halls of your lineage once familiar. Now, Orin. Ah, das bringt Geld. Oh ja, nicht wirklich viel. Ich glaube, da war es fast teurer, die Kräuter zu kaufen. Könnte tödlich enden, tut's aber leider nicht. Er war schon dran. Confidence surges as the enemy crumbles. Knochen brechen Fleisch rein. Okay, nächste Runde. Du bist tot. Guter Schlag. Auch guter Schlag. Unverletzt. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Wow, nach rechts zu gehen ist eine schlechte Idee. Ich mach's trotzdem mal. Wir brauchen ja die Raumerforschung, von daher.
Another one falls. Das macht nichts. Continue the onslaught. Destroy. Der ist tot. Nee, ist er tot, doch. Doch ist er. Hilft trotzdem nochmal. Ein bisschen Stress abbauen. Maintain the offensive. Wenn sie umsonst sind, nehme ich die Büste natürlich mit. Und wenn ich Platz habe. Sonst sind die eigentlich nicht wichtig. Der Helm muss weg. Hier auch. Könnte ausreichen, um alle zu töten. Das war echt super. Du schickst Thema zurück. The slow death. Unforeseen. Unforgiving. Schildschlag. Das müsste ihn killen. Great is the weapon that cuts on its own. Ja, hol dir ein bisschen Erfahrung. Und ein bisschen Stress weg. The match is struck. A blazing star is born. Es ist zu schwach, das Gift. Sonst hätte ich gesagt, ja. Oder? Und so, obwohl, wenn wir es auch nicht schlimm. Back to the pit. Total übertrieben, damit hätte es gleich zwei töten können. Tot. Das Vieh ist nicht ganz tot, aber jetzt ist es tot. Slowly. Gently. This is how a life is taken. These nightmarish creatures can be felled. They can be beaten. Gut, ganz nett, aber unwichtig eigentlich. The way is lit. The path is clear. We require only the strength to follow it. Falle. Gut gemacht. Mal sehen, was wir jetzt haben. Die da müssen weg. Sind beide tot, oder? Ich würde sagen, ja.
death by inches. Ah, der hat ein Schwert. Oh Mist. Ein bisschen wenig. Und das? Leckerer Erbseintopf. Das gibt Kraft. Wisst ihr noch, als ich immer entscheiden musste, was brauche ich, was ist mir lieber, Geld oder Erbstücke? Mittlerweile ist es das Geld. In jeder Form. Oh, da könnte man Zusatzgeld kriegen. Gut, dass ich es mitgenommen habe. Seht ihr, keine Entscheidungsdefizite mehr. Hey, es wurde gar nicht angezeigt. Dann noch mal eine solche Granate da rein. Der ist ja nächstes Mal ein Totbajonett. Ja. Oh, da geht er zurück. Das war mir nicht bewusst. Ihr werdet trotz allem sterben. Oh, das war's. Was sehen meine entzündeten Augen da, wo ist? Ich habe keinen Schlüssel mitgenommen. Egal. The shifted corridors and sloped walls of our ancestry are beginning to feel familiar. 10.000.